Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und dies ist die 19. Folge von Fallout 4 in VR. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Den ganzen Loot, den wir letztes Mal noch zu sammeln haben, gell, Odin? Ja, er ist auch schon ganz aufgeregt. Deswegen, wir schauen mal. Mit der Quest geht's weiter mit Rising America? Wie dem auch sei, ja, Odin, gleich geht's los nach dem Intro. Bis gleich. Guten Morgen, Amerika. Ein neuer Tag. Wir haben viel zu viele Leichen. Aber, wir haben ja gesagt beim letzten Mal, wir freuen uns auf den Loot. Ich freue mich auf den Loot. Ich hoffe, da ist einiges zu holen. Vor allem, wir haben so viel an Munition verschwendet. Da hoffe ich doch, dass wir hier einiges wieder zurückgewinnen können. Blazing Rolling Pin. What? 25% Chance to deal 50 Fire Damage on a successful block. Okay, also, the Blazing Rolling Pin, also quasi ein Nudelholz, das 50 Feuerschaden macht. Aber nur 50 wert, wie dem auch sei. Munition, Fragments, Stimpack. Eine Autopistole. Ach so, so eine. Ich habe mir jetzt gerade was anderes vorgestellt. Gucken erstmal. Wir müssen systematisch vorgehen, dass wir ja keine Beute vergessen. Munitionskisten hatten wir schon. Oh, hier ist ein ganzer Haufen. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner das ungefähr waren. Auf jeden Fall einige. Richtig? Private? Nee, Sergeant. Sorry, ich hab dich letztes Mal die ganze Zeit den falschen Rang gegeben. Lag wahrscheinlich... Schumatelker? Nein. Lag wahrscheinlich daran, dass ich sehr nervös war. Warum auch immer. Ich bin ja eigentlich immer nervös. Ich bin ein nervöser Mensch. Das ist einfach meine Eigenschaft, nervös zu sein, ohne dass es niemand merkt. Ohne dass es jemand merkt, meine ich damit. Aber das funktioniert. Zu 60%. Bis jetzt noch nichts Gutes. Die Ausbeute an Munition ist auch nicht so erfolgreich. Ashpile. Okay. Activate. Kann man nichts activaten. Was will man auch activaten? An einem Aschehaufen. Vielleicht hat man die Chance, dass ein Phönix darin erwacht. Emporsteigt, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir spielen hier Fallout 4 und nicht irgendwie irgendein Fantasy-Shit. Die zwei hatten wir schon. Oder auch nicht. Wir lassen nichts uneingesammelt. Wir hatten ja auf dem... Auf dem Gebäude da oben hatten wir Miniguns, die uns ein bisschen zur Seite standen. Ich erhoffe mir, dass die vielleicht aus der Ferne Gegner getroffen haben, aber hier sieht's leer aus. Die meiste Karambolage war wohl intern. Hier der Fall. Ja, mager. Magerquark. Ashpile. Magerquark. Nun gut.
dann setzen wir gleich unsere Reise fort. Hier haben wir was erledigt. Die Quest, ab zur nächsten Quest. Bis gleich. Okay. Als weiteres gehen wir Return to General Ward. Ich habe den Weg jetzt mal geskippt. Bisschen an den Waffen rumgeschraubt. Und ein bisschen Munition nachgetankt. Zumindest mit den Ressourcen, die wir noch übrig haben. Jetzt hoffen wir mal, dass es weitergeht. Denn ich brauche Munition. Hallo? Sir. My terminals lit up, so whatever you did, it worked. It's not all good news, though. There's been no responses from command. And without them, we're in the dark as far as the bigger picture goes. We have, however, managed to isolate the location of an old military hangar. Records show that there's a vertibird still there, too. If a vertibird? It's operational, we'll be able to use it to get to command. While Sergeant Peterson debriefs us, I'll need you to investigate. Okay. Investigate. Vertibird. Ground bird. Go to the vertibird facility. Show on map. Ja, schon wieder am Arsch der Welt. Aber nun gut. Machen wir. Aber eigentlich... Eigentlich... Ich sag euch gleich, was ich sagen wollte. Bis gleich. Richtung Süden. Okay, Sunshine müssen auch gleich kommen. Was ich sagen wollte. Eigentlich war mir das ja schon ein bisschen schwer. Aber gut, es war auch so gewollt, dass es schwer war. Dass wir das nicht so einfach jetzt mit den 20 Raidern irgendwie über die Bühne bringen. Hat halt schon viel Munition geballt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eigentlich momentan schon in der Lage bin, diese Questreihe zu machen. Aber ich möchte nicht so sein. Entsprechend machen wir einfach weiter. Waren wir da schon? Ja, bestimmt, oder? Ich will da nochmal kurz hin. Das Ding ist auf... Nein, das ist neu. Ranger Cabin. Oh! Du Dreckscheißvieh! Noch mehr! Ach du Scheiße! Wo ist der Sergeant, wenn man ihn braucht? Oh Gott, geht es daneben! Ja, verzieh dich! Mach eine Biegefliege! Oh, ich sollte Ziel, Wasser, trinken. Wo ist denn das Hatschen, wenn man ihn braucht? Gut, das waren nur... was waren das? Flyboats? Wie heißen die? Ich hätte sie gerne... Loadfly. Loadfly. Openclapedia. Waiting for variables. Loadfly. Bloatfly. Example of the mutations caused by the Great War. The Bloatflies are an evolution of either the Muscidae Mesticae common house flies 1 or Tabanus genera of biting horse flies. They adapted to their enlarged size with a unique gland that enables them to balance and maintain speed despite their size. Bloatflies. Riesige Pferdefliegen. Oder wie heißen die? Nicht Pferde fliegen. Die wo so halt so stechen. Nicht Schnaken, nein, Ihr wisst, was ich meine, diese, die es im See zu finden gibt. Oh, die haben Acid. Acid ist ja auch so ein Mangel. Ekelhafte Viecher. Bremsen, da habe ich das Wort, bremsen. Ekelhafte Viecher. Kommt eigentlich Sergeant nochmal? Ich glaube, Sergeant kommt gar nicht mehr. Da sollte doch nur wahrscheinlich bei der einen Quest dabei sein, so als Unterstützung. Ja, und jetzt? Jetzt chillt er. Der macht jetzt Urlaub. Vielleicht hat er einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt. Von der ganzen Armada, die auf uns zu raste. Aber nun gut. Oh, ein Magazin. Wasteland Survival Guide.
You have collected an issue of the Wasteland Survival Guide. Apparently, take 5% less damage from melee attacks. Sehr gut. Das nehmen wir sofort. Ist immer gut. Was ist? Oh, diese unerwarteten Runaways Holotape. Runaways Holotape. Runaways Holotape. Hier, da. Muss ich immer den Namen merken. Man hat da echt keine Struktur mehr. October 22nd, 2077. I finally told them tonight. And it was bad. Real bad. Dad was shouting. Telling me I should be ashamed. That I had to get out of the house. Mom just cried. And somehow that hurt worse than anything else. She didn't say a word. Not even when I packed my things. I can't go to John. He doesn't even know yet. Maybe he'll never know. If it weren't for the cabin, I wouldn't have a place to sleep. Just need some time to think. Last time I was here, I was just a little girl playing clubhouse in this old cabin. Now I'm really scared. Will anything ever be right again? Also, ein Holotape von einer jungen Dame mit hübscher Stimme, die scheinbar weggelaufen ist. Aber mehr erfährt man auch nicht. Vielleicht, wenn man mehr genauer hinhört. Ich bin da so schlecht im genauen Hinhören. Auf jeden Fall erzählt diese kleine Hütte eine Geschichte. Sie ist geflüchtet, geblieben, verändert. Deswegen lassen wir sie hier in Frieden ruhen, der jungen Dame mit dem Holotape. Wir setzen unsere Reise fort. Oh, noch eine Bloodfly. Aber kein Acid. Acid ist wichtig. Nicht nur als Drogensubstanz, die ich niemals ausprobieren werde. No way. Keine Macht in Drogen. Da bin ich eine Pussy. Oh, Standard schon irgendwo. War das ein Zeichen? Es windet ein bisschen. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, oh, oh. Ich glaube, ein Acid-Regen nähert sich. Ja, ja. Ist es dunkler? Mannequin. Haben die eigentlich auch irgendwas? Oh, die haben auch etwas. Und zwar auch Acid. Okay, gut zu wissen. Ist mir bisher immer entfallen, Tape, dass die Insekten Acid haben. Oh, jetzt wird's hier echt düster. Gefällt mir gar nicht. Unterschlupf wäre nicht schlecht. Ich ziehe mal kurz meine andere Maske an. Ich glaube, dann erhalte ich einen kleinen Bonus, denn es hat 50 Grad mehr. Oh, geht gar nicht. Entweder eins von beiden. Okay, wir haben den Scouter. Wir gehen jetzt einfach mal immersiv davon aus, dass wir den Scouter nutzen. Unter der Maske. Oder integriert an der Maske. Wie auch immer. Weniger als eins. Quick Save. Aber passend zur Location, diese Düsternis hat was. Oh, Munition. Yes. Sehr gut. Wir nähern uns unserem Ziel, die uns General Ward aufgetragen hat. Die Sichtweite ist gedämpft. Aha, was haben wir denn hier? Seht ihr das? Das ist ein Supermutant. Nicht der erste unserer Art.
Aber auf jeden Fall. Und jedenfalls einer von der Sorte, die mal gerne eine reinhaut. Mal gespannt, was das für eine ist. Supermutant einfach nur. Okay, wir sind jetzt im Schleichmodus, wir müssen jetzt reagieren. Versuchen, Header zu machen. Wir glaubt nur von der Seite gestriffen. Läuft er weg? Sucht sich Schutz zu holen. Ich bin ein Supermutant-Jäger. Es wird wieder hell, wunderbar. Der Acid-Regen zieht von dannen. Und der Supermutant legt sich in meinen Händen. Sehr schön. Ein Supermutant weniger auf dieser trostlosen Welt. Supermutant Order. Hoppala. Das lesen wir uns mal kurz durch. Das interessiert mich jetzt. Was ist Supermutant Order? Kill, Loot, Return. KLR. Gefällt mir. Könnte zu meinem Credo werden. KLR, Kill, Loot, Return. Der wird leider jetzt nicht mehr returnen. Aber was returnen wird, ist ein bisschen Acid. Geben Sie mir ein bisschen Acid. Bullseye. Oh nein. Minecrawler? Nein, Morads. Befürchte ich. Da ist der Süße. Das war mal ein Süßer. Nacktmule sind, glaube ich, gar nicht so süß, oder? Würde ich jetzt nicht behaupten. Bullseye. Kein Acid. Okay. Wir müssen weiter zum Ziel. Ich guck mal kurz auf der Karte, dass ich... Okay, weiter unten. Dass ich bloß nicht die Orientierung verliere. Also ich denke mal, heute werden wir es wenigstens schaffen, zur Quest zu kommen. Aber es ist mehr so ein kleiner Talk. Heute passiert nicht viel. Wie gesagt, manchmal in Fallout 4 passiert einfach nicht viel. Wir entdecken viel, reden ein bisschen über die Umgebung, die wir hier entdecken. Komische Mannequins, die... Super cooler. Die einfach hier so umfallen. Okay. Wer hat sie platziert? Und warum? Wollte man es hier ein bisschen heimlich machen? Bisschen gemütlich? Bisschen Flair von Leben? Oder wollte man uns darauf aufmerksam machen, dass hier ein Safe-Room liegt? Ein Advanced-Safe, den wir natürlich knacken werden. Munition. Sehr gut. Munition. Noch besser. Und Pre-War-Money. Momentan. Warum ich gerade so zerstocke? Diese Base ist doch nebenhals von einem NPC gebaut worden. Weil oben ist ein Turret. Ich bin mir nicht sicher. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass diese Gefolgschaft hier freundlich gesinnt ist. Und dann werden wir dem mal einen Besuch abstatten. Geht's hier einen Weg hoch? Was sieht danach so aus? You cannot go further. Na, hier ist Ende Gelände. Bin mir nicht sicher. Geschütztürme. Ist ja jetzt automatisch jetzt nichts Schlimmes. Eher einfach nur jemand, der keinen Bock auf Raider hat. Und wir haben hier Gabriel McBride.
Mein alter Kollege Gabriel McBride. Ich habe keine Ahnung, wer Gabriel McBride ist. Auf jeden Fall. Kurz die Neugierde. Ja, hier geht's weiter, okay. Gabriel McBride! Du hast dir eine fucking Villa gebaut. Alter! Deathclaw! Kein Wunder, dass sie hier Geschütze aufgebaut hat. Was ist das? Ein Flammenwerfer-Geschützturm. Kann man den aktivieren oder wie? Okay, wenn ich ihn aktiviere, kriege ich Ressourcen. Okay. Gabriel McBride trauert um Francis McBride. Francis McBride, the last real father. He deserved better. Ruhe in Frieden, Vater McBride. Es war mir eine Ehre. Gabriel's Cabin. Und... Psst. M-Lab. Okay, Gabriel McBride ist also scheinbar ein NPC. Eine Mod. Mod-NPC. Der ist hier ganz schön, hat hier, muss ich schon sagen. Steckt sich auch vielleicht ein bisschen Lied hier. Schön. Dann wollen wir mal Gabriel McBride nicht so lange warten lassen. Guten Tag. Mein Name ist Fox, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin hier dieser Ödland herumstreife auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen zusammen, als Freund hoffentlich, in Gesellschaft kommunizieren zu können. Hallo. Hey. Hey. Okay, ich kann ihn also wirklich mitnehmen. Könnte interessant werden. You interested in traveling together? Okay. Gabriel McBride denkt sich so, naja, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich kein Interesse. Aber innerlich denkt er sich, yeah, Action. Endlich passiert mal was. Und deswegen wollen wir Gabriel McBride und seinen tierischen Freund Grotus nicht warten lassen. Auf geht's. Ja, da freut sich der Ghost. Endlich mal jemand, mit dem er dann zusammen Raider reißen kann. Da geht's nach Gabriels Bunker. Schauen wir mal rein. Gabriel hat... Wow, richtig viel Platz. Eine Weapon Workbench. Also Gabriel hat sich hier echt schön heimisch gemacht. Oh yeah! Scheiße. Kann ich nicht nehmen. Ist nur quasi, ja. Oh yeah! Oh my fucking God! Guckt euch das an! Massiv an Zeugs, die er jahrelang gesammelt hat und die er gerne mit uns teilen möchte. Wiegt das was? Nur, boah. Ich weiß nicht, zählt das als Cheaten? Ich hoffe nicht, aber wir sind jetzt erstmal ausgesorgt. Screws! Leute! Wir können endlich alles machen auf der Welt. Take it all. Take it all. Ah, wir müssen zur Workbench. Wir müssen also erstmal eine Workbench finden. Das war, quasi die Vorfreude. Munition. Hier haben wir noch. Oh, der Duschkabine. Mein Gott, ey. Lässt einfach das Wasser laufen. Hier geht's an die Tür rein. Hello. Oh Gott. So viel Zeugs. Wonderglue. Noch mehr Munition. Also ich glaube, ich bin hier
Im fucking Wonderland. Was will er mir alles überlassen? Also, wir nehmen uns einfach, aber ich gehe mal davon aus, dass er gerne mit uns teilen möchte. Cool. Also, herzlich willkommen im Team. McBride. Gut, dann wollen wir mal. Dafür ist es dunkel. Aber... ja. Für dieses neue Abenteuer würde ich auch gar nicht lange im Dunkeln rumlaufen. Oder doch? Ach, was soll der Geiz? Wir sind zu viert. Wir machen das Licht an und dann wird es wieder eine schöne, schaurige, dunkle Reise. Ab zur Quest. McBride, Rotus, Ghost. Ich hoffe, ihr seid ready. Und jetzt geht's los. Die letzten 14 Minuten stehen noch an. Wir laufen durch die Dunkelheit. Straight to the Quest. Mal gespannt. Wir könnten mal kurz... kommen die beiden? Da. Ich möchte gerne wissen, was Claire zu ihm sagt. Factionless auf jeden Fall. Mail. Ich weiß auch gar nicht, was könnte er für stark eigentlich? Strong, aber ich habe Strong gar nicht als Variable. Er ist auf jeden Fall ein Fernkämpfer, hat eine Sniper. Hey. Trade, was können wir mit... was hast denn du? Powerhammer für den Nahkampf. Okay, Stimpaks hat er ein paar. Okay, mehr aber auch nicht. Wir können ihn auch Klamotten geben. Hätten wir. Okay, schauen wir mal. Also eigentlich ist ja eingestellt, dass die NPCs unendlich Munition haben. Ja, Claire wird wahrscheinlich so von meiner Erfahrung her sagen, dass sie ihm gefällt. Dass er ihr gefällt. Sie ihm gefällt. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Deswegen wollen wir uns jetzt mal da nicht lange aufhalten. Scheiße, komm ich durch. Ein Rohr, okay. Ich weiß eigentlich am helllichten Tag, was ist das? Oh, der... das erinnert mich an was. Das ist das Symbol für eine DLC. Und zwar handelt es sich um den Park. Park-DLC. Da gehen wir noch nicht rein. Ich sage euch das jetzt schon im Vorfeld, nicht um die Spannung zu trügen, sondern einfach um euch zu erklären, warum wir diesen Amusement Park, wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist, Nuka World, warum wir Nuka World nicht besuchen, und zwar einfach, wir sind viel zu low. Ich kenne Nuka World von meinem davorigen Playthrough und ich kann euch sagen, es macht Bock. Ich bin auch echt gespannt, ob das in VR funktioniert. Da ich Nuka World nur in Flat gespielt habe. Aber wir sind viel zu schwach. Wir brauchen mindestens 556er Munition. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir brauchen Perk Gun. Den Perk Gun Level 3. Den können wir erst mit Level 25 erreichen. Wir sind Level 16 derzeit. Von daher könnte es noch ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz haben wir einiges noch an restlichem Zeug zu erkunden. Deswegen überspringen wir einfach mal. Wir merken uns, hier ist Nuka World. Wir könnten auf jeden Fall die Gegend schon mal freischalten. Das wird dann für später, beruhig dich Ghost, für später einfach mal schon die Location haben und nicht so lange rumsuchen müssen. Ach, ich freue mich auf Nuka World. Nuka World wird richtig gut. Allein schon die Begrüßung. Wir haben hier ein Riesenschild. Nuka World. Quick Save. Wir speichern auf jeden Fall. Einfach. Oh, was ist das? Gunner. If I see anyone violate protocol and enter that transit station before we're set, I'll have your head. Okay, wird also. Wie gesagt,
Ich möchte da groß nichts machen. Lassen wir die mal, weil ich möchte jetzt nicht großartig irgendwas triggern, was jetzt nicht irgendwie Sinn machen würde. Und gehen einfach direkt. Hallo. Ich bin kein Problem mit den Controllern. Ach so. Weil der... Was? Das Ende Gelände? Mal außen rumlaufen oder? Das ist irgendwie eine unsichtbare Wand gewesen. Was überhaupt keinen Sinn macht. Aber wir übersehen das jetzt einfach. Wir nähern uns Deathclaw Valley. Deathclaw Valley. Das gefällt mir gar nicht. Vertebrate Facility. Okay, das heißt einfach nur Deathclaw Valley. Gucken uns mal kurz hier die Gegend an. Da müssen wir rein. Uns wirklich noch mal hier ein bisschen um. Ist ja wirklich nicht rumläuft, was uns gegebenenfalls in den Rücken beißen könnte. Aha. Raider. Hast du wohl gedacht, gell? Dass da nix ist. Muss ich dich leider enttäuschen? Hier ist eine. Why do ghouls have so many oven mitts? Schleichst du auch? Du schleichst auch. Sehr gut. Ein NPC, der endlich mal mitdenkt. So, das mag ich. Okay, der Raider hielt nicht viel von Komfort. Nicht mal ein Bett. Kann man sich heutzutage wahrscheinlich einfach nicht leisten. Armer Dude. Aber. Gut. Unser Ziel ist es jetzt hier da reinzugehen. Zur Facility. Und dann schauen wir mal, was uns blüht. Oder wisst ihr was? Wir machen hier einen Cut. Was wird wohl hinter dieser Tür sein? Vertebrate Facility. Von einer Mod, die American Rising heißt, geht es hier zur nächsten Quest zusammen mit McBride, Brutus und Ghost. Wir werden dann noch sehen, wie gut unser Team zusammenhält, ob wir zusammenarbeiten können. Schleichen kann er schon mal. Pluspunkt für dich, McBride. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Zur nächsten Folge. Ab zur Atmod. McBride und sein treuer Gefährte Brutus. Wir sind ein kleines Team. Jeder mit seinem jeweiligen Hund. Das wird interessant. Vor allem die Vertebrate Facility. Vertebrates sind ja ganz interessante Maschinen, Flugzeuge, die man durchaus auch besteigen kann zum Reisen. Das wird spannend. Aber ich habe immer noch Bedenken, dass Deathclaw Valley seinen Namen irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja schon bekommen hat. Wir werden sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.